Moin moin und herzlich willkommen zum zweiten Part von Flix ne Frage. Und heute habe ich mal die Frage von Janis Sommel. Und zwar hat er gefragt, wen magst du am meisten von Pietsmeet? Beziehungsweise, was magst du an ihm? Also erstmal, so wirklich einen von den mehr mag ich eigentlich nicht. Höchstens Chris minimal mehr. Aber wirklich dann minimal als die anderen. Aber eigentlich alle gleich sehr. Die ergänzen sich eigentlich super, die fünf. Wenn einer das eine nicht kann, kann der andere das auch nicht. Man kennt ja die Sprüche über die Jungs von Pietsmeet. Alle können sie nichts und dafür holen sie sich dann immer Dalukat, der alles kann. Und ja, am besten fand ich es immer noch mit Hardy, wo Hardy noch dabei ist, aber der ist ja jetzt schon seit einem Jahr draußen. Und ich finde es aber trotzdem immer noch geil. Ich gucke mir fast jeden Tag mehrere Videos von denen an. Also immer wenn TTT kommt, gucke ich immer rein. Trials Fusion gucke ich immer rein. Und in andere Projekte gucke ich auch haufenweise rein. Nur so eine Sachen wie Minecraft und so gucke ich nicht so wirklich rein. Auch wenn ich sogar, obwohl ich kein Minecraft-Fan bin, bei deren Varro-Folgen die ersten eingeschaltet hat, wo Bram ja mit Dalukat zusammen gekämpft hat. Und ja, wie gesagt, was magst du an ihnen? Ja, was soll ich da jetzt Spezielles sagen? Es wäre einfacher zu sagen, was ich nicht an ihnen mag, und da hätte ich jetzt nichts, was ich sagen könnte. Also, sie sind halt einfach auf YouTube die geilste Gruppe, die mit mehreren Leuten arbeitet. Sind meine Lieblingsgruppe, also von mehreren YouTubern, also von mehreren Leuten, die YouTube machen. Danach kommt dann die TTT-Gruppe von Dalukat und Co. Ja, die können einen super unterhalten, die können einige Spiele sogar gut spielen. Und man hat in jeder Folge, fast die ganze Folge voll mit lustigen Sachen. Es gibt jetzt nichts, was einen besser macht als den anderen jetzt für mich. Weder dass der lustiger ist oder sonst was. Bloß das, was ich vorhin gesagt hatte, was Chris vielleicht minimal ein Stück vor die anderen bringen würde, ist, wenn der anfängt zu lachen oder irgendwie sowas, da kann man einfach sich nicht mehr beherrschen, da muss ich immer mitlachen. Der hat so eine ansteckende Lache, der ist einfach genial. Und ja, weiß nicht, was ich da noch großartig sagen kann, dass jeder absolut geil, da kann man keinen sagen, der ist weniger geil, der ist mehr geil, so wirklich. Also alle geil, alle super Typen. Ich mag alles an denen. Also mir fällt jetzt jedenfalls spontan nichts ein, was ich an denen nicht mag. Das war's soweit mit dieser Folge von Flix ne Frage. Ihr könnt auch wieder Fragen unten reinstellen. Ich habe zwar noch ein paar Fragen für die nächsten Male, aber wir brauchen ja danach auch wieder welche. Ich freue mich auch schon auf interessante Fragen, die ihr stellt. Ansonsten war es das für heute wieder. Bis zum nächsten Part. Bis dahin, euch noch wunderschöne Tage. Ciao.